Unter Wasser wird Halloween gefeiert mit Skeletten, Piraten und possierlichen Seemonstern. Bist du bereit, SpongeBob? Ich bin der Fliegende! Gebt mir eure Seele! Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Von allen fliegenden Holländer-Kostümen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist deins die größte Unverschämtheit. Meinen Sie damit, es ist nicht gruselig? Du gruselig! Ich erzähl dir mal was über das Gruseln. Es gibt ganz verschiedene gruselige Dinge, weißt du? Spinnen sind gruselig. Ich bin gruselig. Und du? Du bist nicht gruselig. Na, dann bringen wir es hinter uns. Erstmal muss das dämliche Kostüm weg. Hey, na, was sagt man dazu? Ich hab ihn erschreckt. Es hat geklappt, Patrick. Ich hab alle erschreckt. Ja, das lag wohl an der rosa Mütze. Rosa Mütze? Ach, das ist keine Mütze, das ist mein Gehirn. Ach so. Keine Angst, das wächst nach. Schön, dass wir eingelassen haben, eine neue Folge in Minecraft. Heute wollen wir natürlich das Schiff des fliegenden Holländers bauen. Es ist Halloween und da wird der fliegende Holländer natürlich wieder aus seinem Grab aufstehen und über Bikini Bottom rumfliegen. Und da würde ich sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's zum Schiffbau. Für unser Geisterschiff holen wir uns erstmal ein bisschen grünen Beton raus, abgezogene Fichtenholzblöcke, dann holen wir uns ein bisschen Schwarzeichenholzstufen, davon die Treppen wie Zäune und Falltüren sind dabei. Dann holen wir uns noch ein paar Fichtenholzstufen und da nochmal die Treppen von, wie noch ein bisschen Schwarzeichen-Zauntor. Sobald wir alles zusammen haben, geht es erstmal ran, dass wir uns erstmal die Mitte markieren von unserem fliegenden Holländer-Schiff. Und da haben wir eigentlich, wir fangen einfach an, erstmal mit einer geraden Reihe von unserem grünen Beton von insgesamt 13 Blöcke. Dann könnt ihr euch entscheiden, macht ihr erst vorne oder Hinterseite. Wir machen erstmal vorne. Das heißt, wir gehen dann hier zwei Blöcke nochmal so schräg, dann einfach nach oben. Und nochmal so schräg davon gehen wir hier auch nochmal drei so ganz komplett nach oben. Darauf setzen wir einen Fünfer hin, sodass hier vorne drei überstehen und hinten nur einer. So, gehen wir es nochmal an. Mitte 13, vorne 2, dann 3 hoch und ein 5er oben drauf, dass vorne 3 noch überstehen. Sobald wir das haben, kommen wir nochmal zur Rückseite. Da lassen wir insgesamt hier, gehen wir einfach mal 2 Einer zur Seite und setzen hier nochmal so ein 2er zur Seite einfach hin. Haben wir das hinten auch mit den 13er, 2 Einer und den 2er, können wir beginnen mit unserem fliegenden Holländerschiff. Erstmal nehmen wir unsere abgezogenen Fichtenholzblöcke und da fangen wir erstmal auf der 13er Fläche an, dass wir uns hier, und jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, dass wir natürlich diese Markierung hier, ihr seht das schon, wenn wir das jetzt da oben hinsetzen, haben wir ein ganz anderes Muster, so dass wir unsere Balken immer nach vorne oder nach hinten ziehen, dass halt die Maserung immer komplett gleich ist. Ihr seht es hier, ne, zack, immer halt so schick in eine Richtung. Und wir machen natürlich alles wie immer sehr synchron. Von daher, andere Seite ziehen wir auch gleich den Balken hier einmal mit. Sobald wir das denn geschafft haben, auf beiden Seiten unsere zwei Streben hier lang zu ziehen, geht es weiter, dass wir jetzt auf der Rückseite uns einen Dreier platzieren. Und zwar so, dass zwei Blöcke von dem Dreier noch hinten einmal drauf liegen. Das machen wir hier dann natürlich auf beiden Seiten einfach hinten einen, einen Dreier hin. Und vorne machen wir uns ganz einfach nur einen Zweier hin. Zack. Aber diesmal liegt er nicht auf unserem Balken drauf. Den machen wir jetzt so synchron hier vorne einmal hin. Sobald wir das haben, wollen wir jetzt die Mitten hier einmal ausfüllen. Das heißt, hier setzen wir wieder komplett einen Balken hin. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Einfach hier auf der freien Fläche, wo wir das haben, setzen wir einfach diesen Balken hier einmal schön hin. Und jetzt bei dieser nächsten Strebe, die wir hier haben, setzen wir hier vorne einfach mal so, jetzt muss ich hier ein bisschen basteln, so dass die Maserung halt immer gleich ist, einfach so einen rechten Winkel einmal nach vorne. So, das machen wir an der Seite genauso. So, einfach hier so einen schönen rechten Winkel einmal drauf. Und auf der Rückseite wollen wir jetzt, sag ich mal, nicht auf den Balken und sowas platzieren, sondern einfach nur insgesamt, muss ich mal kurz zählen, hier 5 Stück, einfach mal unsere Holzbalken hier noch einmal hinten einmal ransetzen. 1, 2, 3, 4 und 5. Wunderbar. Den können wir ja auch einmal jetzt nach innen nochmal machen. Da würde ich aber sagen, dass wir hier auf der Rückseite so einen Vierer uns machen. Also einfach hier diese zwei Blöcke, die frei sind, zack, setzen wir nochmal unsere Baumstämme hin.
Danach gehen wir wieder auf die Vorderseite und können hier vorne, würde ich mal sagen, da müssen wir ein bisschen uns noch ein paar extra Blöcke hinsetzen, dass hier auch alles passt. Hier einfach mal einen Zweier raufsetzen und oben beim Zweier, zack, nochmal vorne einen ran. So, andere Seite genauso. Also wir müssen uns hinten einfach ein paar Blöcke hinsetzen, damit das hier auch alles immer schick aussieht. So, dass wir hier einen Zweier raufsetzen und vorne nochmal einen weiteren. So, dann kommen wir wieder zu den Seiten. Wir haben jetzt hier wieder zwei freie Flächen. Da setzen wir wieder den nächsten Holzbalken einmal hin. So, einmal auf der Seite, wie auf der anderen Seite setzen wir hier, wo was zwischen frei ist, wieder einmal komplett den Holzbalken hin. Schlagen natürlich unsere vormarkierten Blöcke weg, ne, dass alles auch schön in eine Markierung geht. So, dann kommen wir erstmal zu unserer letzten Ebene. Das heißt, jetzt hier setzen wir das einmal so hin, dass hier der nächste Balken einmal komplett hier einmal mit drauf liegt. Und jetzt machen wir hier einen Block, der nach vorne übersteht. Und dann ziehen wir das einmal nach hinten und zwar komplett so weit, wie wir jetzt auch hier diesen Fünfer einmal hatten. So, andere Seite können wir das mitziehen. Also vorne lassen wir es, vorne lassen wir es einmal überstehen. Und ziehen uns den Balken dann einmal komplett bis nach hinten hin, soweit wir jetzt auch hier diesen Fünfer haben. Sobald wir jetzt natürlich die Seitenteile haben, gehen wir mal auf die Rückseite. Hier wollen wir jetzt einfach mal eine nächste Ebene uns einmal langziehen. Komplett hier einmal so, zack, dass hier natürlich die Ecken frei sind, setzen wir uns hier einen Fünfer hin. Den machen wir jetzt auf eine komplette Viererhöhe. Da müssen wir natürlich auch wieder darauf achten, dass die Baumstämme auch immer alle mit der Maserung in eine Richtung gehen, damit das auch schick aussieht. Ne, wir können jetzt hier nicht einfach irgendwo hochgehen. Ihr seht ja, wie das denn hier aussieht. Nein, das müssen wir alles komplett hier in eine Richtung machen. Und können hier hinten auch gleich mal ein Fenster freihauen. Einfach hier die Mitte, so ein 2er mal 3er Fenster schlagen wir hier rein. Dann kommen wir nochmal zu den anderen Seiten. Hier, na gut, jetzt müssten wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke uns mal hinziehen. Natürlich sollten diese 6 Blöcke, müssen wir nochmal gucken, hier habe ich jetzt 5, 6. So, diese 6 Blöcke natürlich alle natürlich mit der Maserung in eine Richtung zeigen. Ne, dass wir jetzt hier 6 Blöcke aufsetzen. Und jetzt machen wir einfach so, dass wir hinten eine Blockreihe lassen. Dann schlagen wir hier so ein Zweierfenster rein, einen Block lassen und wieder so ein Fenster rein. Dann haben wir hier vorne noch 2 Blöcke, das passt wunderbar. Und dann seid ihr auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, die müssen wir natürlich alle mit der Maserung in eine Richtung machen erstmal. Und sobald wir dann das hier hochgezogen haben, machen wir auch hier auf der Seite auch nochmal 2 Fenster rein, sodass wir hier vorne nochmal 2 weitere Blöcke haben. Jetzt gucken wir mal hier von der Vorderseite. Da würde ich mal sagen, dass wir auch hier auf der Ebene mal sind. Ich ziehe mir jetzt erstmal hier so eine Balkenreihe lang und dann setze ich mir einfach mal, einfach mal ein paar Streben hier hin. Die könnten wir auch theoretisch von unten einmal bis nach oben ziehen. Das stört nicht, das können wir ruhig machen. Sodass wir jetzt hier zwischen einer Blockreihe Platz haben. Hier setzen wir uns so eine Balkenreihe hin. Ne, wieder einen freilassen, eine Balkenreihe hin und einmal freilassen. So, sobald wir das haben, sind wir, glaube ich, erstmal so gut wie schon mit den abgezogenen Fichtenholz fertig. Das können wir erstmal zur Seite packen und kommen jetzt mal zu unseren Schwarzeichenholzstufen, dass wir die erstmal verbauen überall. So, ich würde mal sagen, wir wollen jetzt ein bisschen unser Schiff verbessern. Das heißt, man kann es natürlich nicht so lassen, das sieht ein bisschen klumpig aus. Und jetzt sehen wir überall, sage ich mal, hier unter, wo wir, sage ich mal, hier so ein bisschen Platz haben, ne, unter unseren Blöcken, können wir überall so ein bisschen unsere Stufen anpassen. Und die können wir uns jetzt so, sag ich mal, ziehen, wie wir, sag ich mal, so spitz unser Schiff haben wollen. Auf der Vorderseite würde ich mir, sag ich mal, hier unten einfach mal so 2 Blöcke Platz lassen. Ansonsten kann ich mir hier überall unter einfach mal ein paar Stufen hinsetzen. Oh, hier auch, wenn man möchte, oder hier nicht. Naja, dann gucken wir mal. Ja, aber jedenfalls können wir hier uns überall so ein paar Stufen untersetzen. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir wollen ja dann noch ein paar Fenster uns reinhauen. Und ich glaube, das erleichtert uns das Ganze ein bisschen mit den Stufen zu spazieren. Und zwar, wir gucken mal hier von der Seite, obwohl wir machen es mal auf der anderen Seite, wo ich noch keine Stufen habe. So, wir gucken mal hier einfach von der Seite. Und zwar, wir haben ja, sag ich mal, jetzt hier diese 2 Balken, die am äußersten sind. Wir lassen jetzt hier diesen einen Block Platz, dann schlagen wir hier erstmal einen Block weg, darunter den nächsten auch bitte. Dann wieder einen Block da lassen, dann wieder hier 2 weghauen, einen da lassen, wieder 2 weghauen und wieder 2 weghauen, wenn wir einen da gelassen haben. So, dass wir insgesamt hier 4 Fenster haben. Da könnt ihr einmal unten wie oben denn einfach bei den Blöcken einfach euch noch ein paar Stufen hier platzieren. Das machen wir einfach auf beiden Seiten natürlich. So, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite, wo ich mir meine Stufen gemacht habe. Also, hier diesen Block lassen wir frei. Den können wir weghauen mit den unterunter. Und lassen wir immer dazwischen eine Reihe Platz und schlagen die nächste einfach weg. Können unsere Stufen noch einmal hinsetzen. Und dann wollen wir auch gleich nochmal, aha, das können wir gleich mal machen, solange unser Schiff noch oben offen ist. Und zwar den Innenraum noch ein bisschen machen. Ich mache jetzt hier einfach mal unten in der Mitte einfach mal meine Holzbalken rein. So, die sollten auch alle in eine Richtung gucken. Und guck, jetzt sehen wir ja, sag ich mal, hier, wo, sage ich später, die Kajüte des Captains ist. Können wir das hier hinten mal so machen, dass wir es hier auf eine Dreierhöhe zu haben. Mache ich mal hier an den Seiten auch nochmal einfach mal eine Baumstämme hin. Und wir können jetzt hier, würde ich einfach mal sagen, zack, 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 überall noch einen weiteren Block draufsetzen. So, dann machen wir mal lieber nur, jetzt müssen wir natürlich hier gucken, nur so auf eine Zweierhöhe. Jetzt muss ich natürlich mir die Balken nochmal so machen, dass die alle mit der Maserung in eine Richtung gehen. So, das sieht doch viel besser aus, wenn die halt in eine Richtung gehen. Also erstmal eine Reihe hinhauen und die Lücken hier wieder einfach mal freihauen.
So, das sieht gut aus. Schickele. Hier auf der Vorderseite können wir das eigentlich auch hier, zack, so erstmal eine Zweier-Ding machen, ne? Dann passt das erstmal. Okay. Sobald wir das haben, kommen wir nochmal zu unseren Stufen. Die wollen wir natürlich jetzt nochmal nehmen. Hier alles ein bisschen verbessern. Einfach hier immer unter, einfach die Stufen hinsetzen. Hier auf der Rückseite können wir es auch machen. Ich würde da immer dann so einen Block immer hier so ein bisschen Platz lassen zur Hinterseite. Ja, so ich das hier einfach mal so ein bisschen zieht. Und dann passen wir, sag ich mal, das Schiff hier überall so ein bisschen an. Ich würde immer so einen Block hier Platz lassen, dass der Übergang immer so, sag ich mal, schön flüssig ist. So, hier überall ein paar Stufen unter, das passt. So, ein bisschen hier rumgeflogen. Da sieht man hier immer so, zack, da kann man noch eine Stufe untersetzen. Ne? Da muss man sich auch so ein bisschen anpassen halt überall. Man könnte sogar, wenn man möchte, sag ich mal, hier runter noch sich ein paar machen. Aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu dick ist oder nicht. Naja, muss jeder für sich gucken. Aber ich lasse es mal. So, wenn wir unsere Stufen jetzt hier so überall unten ein bisschen verteilt haben an den Ecken, geht es jetzt erstmal weiter, dass wir hier oben unser Decken bisher machen. Wir bleiben immer noch bei unseren Stufen und setzen einfach mal hier zwei Stufen oben hin. Dann eine Stufe und wieder zwei Stufen hier einmal hin. So, auf der anderen Seite auch. Erstmal zwei, eine und zwei. Dann schlagen wir ein bisschen wieder was weg. Und zwar 1, 2, 3, 4 Blöcke weghauen. Diesen Block lassen wir da und schlagen nochmal zwei weg. So, andere Seite auch. Wir fangen vorne an. 1, 2, 3, 4 weg. Den lassen wir da und wieder zwei weg. So, hier können wir jetzt einmal unsere Treppen hinsetzen. Und zwar so, dass der Rücken zu diesem einen Knubbel ist, den wir hier offen haben. So, andere Seite genauso. Einfach mit dem Rücken zum Knubbel, den wir da haben. Und die Stufen einmal dahin. Auf den... Keine Stufen, sondern Treppen. Huch, ich habe mich hier widersprochen. So, jedenfalls auf den Treppen setzen wir dann einfach mal unsere Falltüren. Weil das ist ja hier, sag ich mal, so ein kleines Geländer, was wir uns hier gemacht haben. Wunderbar. Und dann könnten wir eigentlich hier vorne, würde ich mal sagen, hinter unserem Beton hier einmal eine Treppe hinsetzen. Und dann würde ich mir hier einfach mal zwei Blöcke mir platzieren. So, den Rest hier von unserem Deck, den fülle ich mir einfach mal mit unseren Fichtenholzstufen aus. Die können wir hier komplett bis einmal nach hinten hier überall einmal verteilen. So, wunderbar, dann haben wir hier schon mal unser erstes Deck. Können wir mal einmal von unten gucken, ne? So sieht es denn einmal unten schon mal aus. Ne? Sieht doch gut aus. So, wir machen uns später noch einen Durchgang, wie man natürlich hier runterkommt. Aber erstmal geht es jetzt daran, dass wir natürlich von unserem Captain das auch machen, dass man hier natürlich auch nach oben kommt, wo das Steuerrad ist. Dabei nehmen wir jetzt mal unsere Fichtenholztreppen und die setzen wir einfach mal hier vorne einmal ran. Die können wir hier komplett einmal so nach oben uns einmal ziehen, so halt richtig treppenmäßig, zack, hier immer eine Treppe einmal ran. Wunderbar, bis wir hier oben kommen. Und dann nehmen wir auch, würde ich mal sagen, nochmal unsere Schwarzeichenholztreppen. Setzen die hier einmal so umgedreht hin, weil hier wollen wir, sag ich mal, in die Kajüte des Captains kommen. Und da mache ich mir einfach einen Fichtenholzblock hier einmal hin. Da kommt ja dann später unsere Tür rauf. So, jetzt wollen wir natürlich aber noch so machen, dass wir hier nach oben kommen. Dann nehme ich jetzt einfach mal meine Fichtenholzstufen, setze mir hier zwei hinten einmal an, nehme mal die Treppe und setze mal hier oben, zack, meine Treppe in die Ecke hin. Und dann mache ich mir einfach hier wieder so die Treppen einfach so zack, zack, einmal lang. Hier hinten auf der Rückseite auch. Aber hier haben wir jetzt eine Mitte. Bei der Mitte setzt ihr einfach eine Stufe dazwischen. Ne? Das passt. So, andere Seite müssen wir auch. So, Rücken nach hinten einmal gedreht. Ja, wunderbar. Und dann können wir darauf wieder einfach mal unsere Falltüren platzieren auf den Treppen. So, überall hier einmal die Falltüren lang. So, bis nach vorne. Ich würde jetzt nicht unbedingt hier eine machen. Kann man, wenn man möchte, muss man aber nicht. So, ich würde denn mal sagen, wir nehmen mal unsere Fichtenholzstufen und könnt jetzt hier einfach mal komplett oben die Decke einmal aushöhlen. Da würde natürlich gleich auffallen, dass das natürlich ein bisschen, ja, sage ich mal, ein paar Sachen hier offen sind. Und zwar, wenn wir das jetzt hier nach vorne ziehen, dann fällt uns auf, hier neben den Treppen ist ja noch so dieses Loch. So, da gehen wir mal rein, denn wir wollen das ja innen drin auch noch ein bisschen, ja, dekorieren oder verschönern. Da setzen wir einfach Blöcke, würde ich mal hin. Vielleicht da eine Treppe, ja, das passt. Hier auch eine Treppe, da Stufen hin. So, den Rest kann man sich natürlich gestalten, wenn man das einrichtet. Da würde ich euch jetzt einfach mal empfehlen, dass ihr den Boden dann einfach mal als Schwarzeichenholzstufe macht. Sieht ein bisschen besser aus, weil wir ja, sage ich mal, die Decke schon als Eichen, ja hier die Eichenholz, Fichtenholzstufen haben, ne? Da wäre es ja doof, wenn wir jetzt, sage ich mal, auch den Boden Fichtenholz machen. So, inzwischen würde ich auch nochmal mir einfach mal eine Stufe hinsetzen. Ja, das sieht gut aus. Ja, so kann man es lassen. Und dann könnte man es auch langsam schon einrichten. Aber bevor es rangeht, gehen wir noch einmal nach oben. Und zwar machen wir uns hier noch ein kleines Geländer hin. Da würde ich vorne mal einfach mal drei Zäune platzieren. Wenn man möchte, kann man da natürlich auch nochmal die Falltüren aufmachen. Und dann würde ich nochmal einen Zaun benutzen, mit denen einfach mal hier hinten in die Ecken zu machen. Ja, da könnt ihr euch einfach einen Zaun hinsetzen oder zwei, weil darauf wollen wir später noch Lampen platzieren. Da muss man mal gucken, wie hoch man sich das denn machen will. So, aber sonst wollen wir nochmal einmal kurz unser abgezogenes Fichtenholz nehmen. Fliegen wir auf unser vorderes Deck. Wir sehen ja hier den einen Knubbel. Eine Treppe davor gehen wir mal in die Mitte des Schiffes und da könnt ihr euch gerne mal einmal so einen Holzblock hinsetzen. Und den setzen wir uns auch nochmal hinten einmal hin. Den müssen wir jetzt aber nicht reinschlagen, den platzieren wir einfach oben drauf. Jetzt schnappen wir mal unseren grünen Beton wieder und wollen jetzt auf unseren Knubbel, den wir hier platziert haben, noch unseren Mast draufziehen. Wir fangen hier vorne an
und setzen da ein von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke einmal hier vorne drauf. Auf den hinteren platzieren wir aber nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke davon. Sobald wir das geschafft haben, geht es erstmal mit den Masten, obwohl die können wir nochmal einfällen, können wir ein bisschen fertig bauen. Und zwar bei den vordersten machen wir ja noch so einen Ausguck. Dann nehmt ihr einfach mal eure Schwarzeichenholztreppen und könnt ihr hier euch so ein kleines Krähennest einmal machen. So, da werden wir das aber so machen, dass wir natürlich auch hier hochkommen später. Das heißt, wir lassen eine Richtung offen, am besten die natürlich hier auf der hinterliegenden Seite von unserem Schiff. Und dann machen wir hier so ein bisschen leicht mal unser Krähennest, am besten so, dass die Treppen sich hier ein bisschen anecken. So am besten, das sieht gut aus. Und unterm Krähennest würde ich das nochmal verstärken mit unseren Fichtenholzstufen. So, wunderbar. Aber das machen wir nur beim höheren, beim hinteren brauchen wir keinen Ausguck, denn einer reicht uns natürlich von der höchsten Stelle. So, jetzt können wir auch gleich mal noch unsere Schwarzeichen-Zorn-Tore verwenden. Und da würde ich mal insgesamt 4 Stück mit platzieren. Ich setze mir jetzt einfach irgendwelche beliebigen Blöcke mehr hier vorne hin. So, und dann tausche ich die mal aus. Ups, so dass ich mir hier einfach mal 4 Zauntore mal platzieren kann. So als Spitze vom Schiff und dann ist das auch schon fertig. Und ich würde mal sagen, wir platzieren nochmal ein paar schwarze Holztreppen. Und zwar hier an der Seite von unserem Zaun. Einfach nochmal ein paar normale. Sieht ein bisschen besser aus, der Übergang, wenn man hier oben ist. Ja, das sieht ein bisschen schicker aus. Man könnte sogar... wir hatten ja hier Stufen genommen. Nee, das wäre doof. Nee, das haben wir so. Das ist schon super. Aber eine Sache können wir noch machen. Und zwar bei den Masten. Wir fangen wieder bei den größeren an. Da lassen wir unten mal 1, 2 Blöcke Platz. Ab den dritten können wir hier oben einmal 5 Stufen uns einmal ransetzen, sodass die auf jeder Seite 2 Blöcke überstehen. Und oben machen wir es auch nochmal. Also wir haben hier 1, 2, ab den dritten machen wir es jetzt unten und machen jetzt hier aber insgesamt 9 Blöcke hin, sodass hier auf jeder Seite 1, 2, 3, 4 Blöcke einfach mal überstehen. So, das wollen wir natürlich nochmal hier in meinem kleinen Mast machen, natürlich ein bisschen kleineren Maß. Ich habe den zweiten grünen Betonblock von unten, setzen wir einmal so einen 5er hin, dass hier 2 überstehen. Und ganz oben würde ich den ersten einfach mal gleich nehmen und hier oben nochmal so einen 5er hinsetzen. So. Jetzt muss ich nochmal überlegen, ob wir jetzt wirklich jedes Blockmaterial verbaut haben. Aber ich glaube, wir könnten nochmal das Schwarzeichen-Zauntor nehmen. Und zwar, wenn wir später natürlich einmal unten in unseren Bauch des Schiffes kommen, könnten wir noch, sage ich mal, hier, wo, sage ich mal, unser Mast ist, nochmal abstützen, einfach mit Zaun, dass es ein bisschen stabiler ist, dann passt das. Hier habt ihr dann euren Laderaum, hier könnt ihr ja alles platzieren, was ihr wollt. Und dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal wieder ein bisschen neues Blockmaterial zur Hand. Und zwar geht es jetzt weiter mit ein bisschen weiße Wolle Schleimblöcke. Dann holen wir uns noch Birkenzaun raus. Schleifsteine sind dabei, bemooste Bruchsteinmauern. Denn ein paar Laternen nimmst du entweder jetzt die roten oder die blauen, passt es dir an. Ne? Ich nehme jetzt einfach mal die roten, weil die mir gefallen. Dann noch ein bisschen, also oder eine Fichtentür, denn Eichenfalltüren und Würzzaun ist heute dabei. So, verbauen wir erstmal, was schnell weggeht. Und zwar der Würzzaun, den wollte ich eigentlich oben nehmen für unsere Flaggen. Da setze ich mir jetzt ein Krähennest, einfach mal 3-mal einen Zaun hin und hier hinten auf dem kleineren setze ich mir nur 2 Zäune hin. Die Eichenwalltüren verwenden wir natürlich hier einmal, um natürlich später in unseren Laderaum zu kommen. Ihr könnt natürlich auch die Farbe ändern der Falltür, ne? Passt es euch an? Dann nehmen wir noch unsere Fichtentür, die ist natürlich hier für unsere Kapitänskajüte gedacht, ne? Dass wir hier ganz schicke reinkommen. Ne, das passt. Wunderbar. Die Laternen nehmen wir natürlich hier einmal hinten, dass wir uns die hier einmal platzieren können. Die Farbe könnt ihr natürlich auch ändern, wie gesagt, oder auch noch ein bisschen höher machen, wenn ihr wollt. Und dann haben wir, würde ich mal sagen, erstmal den Schleifstein. Und zwar nehme ich den hier vorne als Lenkrad, oder Steuerrad eher gesagt, hier für unser Schiff. Und damit das auch funktioniert, müssen wir natürlich noch hinten ein Ruder machen. Das heißt, wir nehmen mal unseren Bruchstein und setzen den hier hinten einfach mal ran. Den würde ich mal sagen auf eine, ja, ich würde das einmal tiefer machen, oder nee, nicht tiefer unbedingt. Machen wir es mal auf 4 oder 3er Länge und dann mache ich mir das hier einmal so nach hinten und würde es noch einmal so überstehen lassen. So, dann haben wir hier hinten auch unser Ruder einfach mal ein bisschen dargestellt. Man könnte es natürlich noch immer ein bisschen verfeinern, ne? Indem man hier noch ein bisschen was weghaut oder man macht es noch ein bisschen tiefer. Ne, das kann man ja machen, wie man möchte. Aber ich glaube, ich lasse mir das so, dass es einfach hier genauso auf der gleichen Höhe ist hier oder Länge ist hier wie unser Schiff, ne? Und dann einfach hier so ein bisschen unser Ruder dargestellt. Na, man könnte vielleicht auch, muss mal gucken, was ich hier kurz wegnehme, hier hinten vielleicht auch noch mal eine Stufe raufsetzen. Das sieht auch nicht schlecht aus, das kann man ruhig machen. Ne, das geht, wunderbar. So, jetzt wollen wir noch was weiteres machen. Und zwar nehmen wir mal, obwohl jetzt unseren Birkenzaun würde ich noch nicht nehmen, und zwar erstmal unsere weiße Wolle. Denn wir wollen jetzt natürlich unser Segel uns zeichnen. So, wir fangen hinten an, hinten geht es ein bisschen flotter. Da setzen wir einfach mal hier eine weiße Wollreihe gleich hier so von schräg unserer Stufe hin. Das machen wir oben genauso, einfach so schräg, einfach eine weiße Wolle hin.
Und dann füllen wir hier vorne nochmal die Fläche aus, lassen jetzt aber das ein bisschen überstehen und setzen hier nochmal so eine Dreierfläche hin. Ne? Dann haben wir schon mal das hintere Segel fertig. Jetzt kommen wir mal zum vorderen. Da fangen wir unten auch erstmal an mit einer normalen Reihe. Diesmal lassen wir die Wolle aber einmal überstehen. Ne? Die können wir einmal überstehen lassen. Dann gehen wir einmal schräg nach vorne weg und setzen da einfach mal, zack, hier die nächste Reihe hin. Die mache ich mir gleich mal auf eine Zweierhöhe, das können wir ruhig machen. Danach gehen wir wieder eine Reihe einfach mal so nach vorne weg. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir oder machen darauf nochmal drei weitere Reihen. 1, 2, 3. Das insgesamt natürlich hier 4 Blöcke sind, also 2, 3 und 4 Reihen. Und die drei obersten Reihen lasse ich noch einmal so zur Seite überstehen. Ja, dann sieht das Segel erstmal so aus. Jetzt können wir das noch einmal nach hinten wieder machen. Und jetzt machen wir da einfach 2 weitere weiße Wolleblockreihen. Einfach so mal nach hinten schräg einmal hin. Dann stoßt das hier oben perfekt an. Ihr seht das. Und dann haben wir unsere Segel auch schon fertig. So, beim fliegenden Holländer ist ja meistens irgendwie so ein Totenkopf drauf. Den können wir uns natürlich auch nochmal gerne mit Schleimblöcke machen, weil man ja durch Schleimblöcke auch so ein bisschen sehen kann. Ist ja natürlich ein bisschen gruseliger, ne? So, dann machen wir uns hier einfach mal so einen kleinen Skelettkopf hier einfach mal vorne hin. So, zack, zack, zack. Und fertig ist unser Skelettkopf. Man könnte ihm vielleicht sogar noch so Zähne machen, wenn man möchte. Ne, entweder machst du es zu oder lässt es offen. Geschmackssache. Oh, man könnte ihn sogar in die Nase verpassen. Hey, dann sieht er ja fast aus wie so ein Thaddäus. Naja, man kann ja nehmen, was man möchte. Entweder machst du den Mund zu oder dass er Zähne hat. Ne? Spielerei für sich. So, jetzt wären die Segel eigentlich fertig, aber man kann sie immer noch ein bisschen bearbeiten, dass sie noch ein bisschen besser rüberkommen. Und zwar, indem ihr einfach mal ein bisschen weißen Beton nehmt. Und dann könnt ihr hier einfach willkürlich ein bisschen was austauschen, indem ihr einfach ein paar Wollblöcke wieder wegnimmt und setzt dafür ein bisschen Beton hin. Ich finde einfach, dann hebt das das Segel ein bisschen hervor, sieht ein bisschen kaputter aus, ne? So ein bisschen Textur wird da ein bisschen hervorgehoben. Oh, da könnt ihr euch ein bisschen austoben, willkürlich hier einfach noch ein bisschen weißen Beton hier mal reinhämmern. Ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe nehmen, ne? Wenn ihr eure Segel natürlich anders macht und nicht weiß, ne? Dann färbt sie euch, wie ihr wollt. Aber ich nehme jetzt hier einfach mal den weißen Beton, das passt super dazu. Das kann man natürlich dann auch nochmal beim hinteren Segel machen, dass ihr einfach da hingeht und auch hier einfach ein bisschen was austauscht durch einfach den Beton. So, das reicht schon völlig aus. Gucken wir nochmal vorne an. Sieht doch schick aus. So gefällt mir das. Na, man könnte sogar ein bisschen mehr machen, wenn man möchte, ne? Naja, da kann man sich ja austoben. So, jetzt wollen wir aber auch unseren Birkenzaun verwenden. Und zwar möchte ich mir ein bisschen das Segel hier noch ein bisschen besser machen. Und zwar, indem ich das hier ein bisschen anbinde. Und wir haben ja, sag ich mal, hier unseren einen Holzblock noch. Und da setzt ihr einfach hier so treppenartig den Zaun hier einfach mal vorne ans Segel ran. Dann ist das, sage ich mal, hier vorne auch so ein bisschen theoretisch verbunden. Ja, dann hält das Ganze auch so ein bisschen. So, das machen wir auf der anderen Seite genauso, dass wir den Zaun hier einfach mal so nach oben und so ein bisschen binden. Ne? Und fertig. Jetzt haben wir schon fast das fliegende Holländer-Schiff fertig. Kommen wir natürlich noch zum Schluss. Und zwar setzen wir vorne noch eine Galionsfigur ran. Da nehme ich jetzt einfach mal hellgrünen Beton einfach mal. Setzen wir oben einfach mal 2 Blöcke hin. Gehe noch 2 Blöcke runter und noch einer so hier vorne ran. So, dann machen wir hier 2 Arme einfach mal hin von unserer Galionsfigur. Verpassen ja noch ein kleines Gesicht, wenn man möchte, mit Knöpfen. Da sind die Wirkknöpfe super. Und dann nehme ich noch ein paar hellgrüne Glasscheiben. Setze mir die unten nochmal hin, weil ja so ein bisschen Meerjungfrau ist. Und dann ist der Übergang vielleicht zur Flosse ein bisschen besser. Und dann kann man auch gleich die grünen Glasscheiben nehmen. Einfach mal hier hinten bei unserer Kapitänskajüte, ne, als Fenster. Und du kannst auch jede andere Glasfarbe nehmen, die du möchtest. Aber für so ein Geisterschiff finde ich das ganz passend. Und was man auch noch machen kann, ist ja das Schiff, das leuchtet ja so grünlich. Ne, das ist ja so, sage ich mal, so ein verfluchtes Schiff. Und da könnt ihr jetzt hingehen und überall, wo ihr solche Stufen habt, könnt ihr euch hier noch einfach mal, zack, so ein paar Glasscheiben euch hier einmal hinsetzen. An Treppen funktioniert das auch, ohne dass sie sich verbinden. Und das ist dann so ein bisschen die grüne Aura von unserem Schiff. Könnt ihr oben auch gerne machen, wenn ihr wollt. Ja, einfach noch so ein paar Glasscheiben euch hier einmal hinsetzen. Das ist hier so ein bisschen dieser grüne Nebel, ist so ein bisschen vom fliegenden Holländer. Ah, bei Mauern verbindet sich, das müsste man hier vorne noch so machen. Hier mal, ups, da geht auch nicht, wartet. Naja, wir könnten auch theoretisch, da muss ich wieder mal gucken. So, noch solche einfach abstehen lassen. Kann man auch machen, wenn man möchte, ne? Aber ansonsten hier überall setzt ihr euch einfach noch so ein paar Dinger hin. Ja, so gefällt mir das. Dann haben wir unser fliegendes Holländerschiff auch schon fast fertig, denn eine Sache fehlt noch, und zwar noch mal unser grünen Beton. Und oben können wir noch ein paar Flaggen uns einmal raufbasteln. Und die sind ganz simpel, einfach Block oben hin und dann machen wir zur Seite so zack, so ein Zweier, Knubbel hinten ran und fertig ist die Flagge. So, gleiches Prinzip hier auch nochmal auf der Rückseite, ne, dass wir hier auch nochmal die gleiche Art uns einmal hier so ein bisschen hinbasteln. So, und fertig ist hier auch die Fahne. Und fertig haben wir das fliegende Holländerschiff. So sieht's aus. Jetzt kann man sich natürlich noch gerne einrichten, wenn man möchte. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal an. So könnte es bei dir dann vielleicht auch aussehen, ne, dass man sich hier einfach so eine leichte
Ja, ganz einfach hier einfach so ein Captain hier einfach seinen Tisch macht, ne, seinen Kartentisch, vielleicht mal noch einen kleinen Stuhl. Und dann könnt ihr einfach irgendeinen Block nehmen und setzt einfach einen Banner hinten an die Glasscheibe ran und fertig habt ihr auch hier den Stuhl, auch wenn wir, sag ich mal, stufenweise Boden haben, passt das ganz gut. Ne, und dann könnt ihr euch hier noch ein bisschen Deko machen, wenn ihr wollt, ne, alle möglichen Arten. Na, ihr könnt euch ja austoben. Aber der fliegende Holländer hatte nicht so viel, aber naja, gucken wir mal. So, dann geht's natürlich noch weiter. Natürlich hier einmal in den Laderaum. Ich habe hier einfach mal ein paar Schleimblöcke mir noch hingemacht, ne? Und ein paar Käfige, Ketten, Eisengitter, alle möglichen Arten. Kannst du ja, sag ich mal, hier im Laderaum dir einfach noch platzieren. Ne? Und dann ist das auch ein bisschen tüffig. Ne? Und wer möchte, kann natürlich auch noch, was haben wir jetzt nicht gemacht, natürlich noch eine Leiter anbringen, wie man natürlich nach oben noch einmal zum Ausguck kommt. Ne? Und man kann auch wirklich hier einmal zum Ausguck hoch. Ne? Das passt. Können wir eigentlich auch drüben nochmal machen, denn ich habe jetzt hier gerade eben mit euch zusammen bei der Tour noch zwei Sachen gesehen, die wir eigentlich drüben machen können. Ne, natürlich einmal natürlich hier die Leitern, ne, dass man auch nach oben kommt, ist natürlich logisch. Ne, würde ja Sinn machen, weil wir haben es ja hier auch einmal freigelassen. Und dann eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar innen drin im Laderaum, könnt ihr noch hier, ne, weil ja hier, sage ich mal, ein bisschen diese Lücke ist, einfach nochmal eine Stufe oben hinsetzen. Sieht ein bisschen besser aus. Ne? So, wunderbar. Ja, das sieht doch schick aus. Ja, dann könnt ihr jetzt mit eurem Schiff durch die 7 Weltmeere fahren und Schrecken verbreiten als fliegender Holländer. Mit dem passenden Schiff klappt es auch. Unser Schiff steht, es kann jetzt losfliegen und im Bikini an zum Schrecken verbreiten. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.